Der Festakt zum 200-jährigen Jubiläum der Landesbank Baden-Württemberg. Vor 200 Jahren hat Königin Katharina die Württembergische Sparkasse gegründet, aus der sich im Laufe der Jahre die Landesbank Baden-Württemberg entwickelt hat. Für viele Gäste aus Wirtschaft und Politik ein guter Grund zum Feiern. Insgesamt hat die Landesbank Baden-Württemberg eine enorme und starke Kundenbasis, und zwar in der deutschen Wirtschaft. Und sie steht natürlich für Wachstum und für Innovation und insgesamt für eine stabile Region und vielleicht für eine stabile deutsche Volkswirtschaft. Genau das ist die ganz, ganz zentrale Bedeutung der LBBW im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Banken, dass sie eben sehr, sehr nahe an den Kunden dran ist, an der mittelständischen Wirtschaft, aber auch an den Endkunden. Und ich hoffe sehr, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Die LBBW ist ein ganz besonderes Institut in Baden-Württemberg und gerade für unser Unternehmen auch eine ganz besondere Bank, immer gewesen. Und ich freue mich darüber, dass Sie jetzt Ihr 200-jähriges feiern können. Ich denke, wenn die Bank durchhalten will, braucht sie gute Ideen und gute Leute, die diese Ideen umsetzen. Unsere Vorfahren waren einfach gut aufgestellt. Sie haben vor 200 Jahren in einer Zeit, als es schwierig war, eine Bank gegründet, um zu helfen. Und das ist ähnlich wie jetzt. Wenn ich die Digitalisierung sehe, den Wandel in der Wirtschaft, dann ist es gut, eine starke Bank an der Seite zu haben. Sie ist ein wichtiger Partner für den starken Mittelstand in Baden-Württemberg, der ja auch mit für unseren Wohlstand hier im Ländle verantwortlich ist. Also wir brauchen die LBBW auch in Zukunft. Die LBBW ist eine tragende Säule unserer Bankenlandschaft in Baden-Württemberg und damit natürlich das Rückgrat für den Standort, dass wir wirtschaftlich so erfolgreich waren. Und deshalb alles Gute für die nächsten 200 Jahre. Judith Rakers moderiert den Festakt und begrüßt mit Rainer Neske, dem Vorsitzenden des Vorstands der LBBW, die Gäste. Meine Damen und Herren, Ihnen allen, unseren Kunden, unseren Eigentümern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchten meine Vorstandskollegen und ich Ihnen heute auch hier gerade am 200-jährigen Geburtstag herzlich danken für Ihre Loyalität zu unserem Haus. Heute ist ein Tag, an dem wir zurückblicken, aber vor allen Dingen auch nach vorne, in die Zukunft. Und das tun wir gemeinsam mit unseren Kunden. Peter Schneider, der Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, betont, wie die Landesbank und ihre Vorgängerinstitute sich entwickelt und behauptet haben. Die Gründung der Landessparkasse Württemberg war in diesen 200 Jahren ein unschätzbarer Beitrag für die Entwicklung und den Aufstieg des Landes. Vom Wohltätigkeitsinstitut für arme Menschen zum marktführenden Allfinanzdienstleister für die privaten Kunden sowie die oft weltweit tätigen Wirtschaftsunternehmen unseres Landes. Was für ein Segen! Aber wir brauchen, genauso wie vor 200 Jahren, den Mut und die Weitsicht, um die Herausforderungen auch der heutigen Tage zu bestehen. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, hält die Festansprache. Die Landesbank gehört zu den Vertrauensträgern in unserem Land. Vor 200 Jahren gegründet als eine der ersten Sparkassen Deutschlands in größter Hungersnot, als Akt des Vertrauens in die Eigenverantwortung der sogenannten kleinen Leute, vor 100 Jahren als eine der finanziellen Stützen der aufstrebenden Industrie in Württemberg und heute als mittelständische Universalbank mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 244 Milliarden Euro, eine hart erarbeitete Position. Liebe LBBW, lassen Sie uns den Umbruch, den wir gerade erleben, wie bei Ihrer Gründung vor 200 Jahren zu einem neuen Aufbruch machen und lassen Sie uns in diesem Sinne weiter gemeinsam für den Wohlstand unseres Landes arbeiten. Bin ich schon am Ende? Fritz Kuhn, der Oberbürgermeister von Stuttgart, betont die Bedeutung der LBBW für die Region. Ich bin mir ganz sicher, als Oberbürgermeister dieser Stadt, dass unser wirtschaftlicher Wohlstand, die Innovationen, die in Stuttgart und im Land Baden-Württemberg möglich sind, ohne die LBBW, ich würde mal definieren, als Vertrauensbank des Mittelstands. Vertrauen ist ja eine knappe Ressource und deswegen ist es so eine wertvolle Ressource, gar nicht möglich wäre. In der Vergangenheit nicht,
in der Gegenwart nicht und ich nehme auch an, in der Zukunft nicht. Und dann geht es um die Zukunft der Landesbank Baden-Württemberg. Rainer Neske, der Vorsitzende des Vorstands, ist überzeugt, die LBBW ist bereit für Neues. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung als Chance sehen, aber die persönlichen Beziehungen von Mensch zu Mensch weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen, die Potenziale der Sparkassengruppe stärker zu nutzen und selbstbewusst für unsere europäische Bankkultur einzutreten, als Bank uns stärker in die Lösung komplexer Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft einbringen. Auf Basis dieser Überzeugung wollen wir als Landesbank Baden-Württemberg optimistisch in die Zukunft gehen und sie mit Tatkraft gestalten. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir packen das an, egal was kommt, mit Optimismus und Tatkraft. Wir als LBBW freuen uns gemeinsam mit Ihnen, diese Zukunft zu gestalten. Die LBBW ist bereit für Neues. Der Festakt. Ein starkes Zeichen, wie die Landesbank Baden-Württemberg und die BW Bank aus ihrer Geschichte und ihrer Tradition und vor allem aber mit ihren Kunden eine erfolgreiche Zukunft gestalten.